Ich dachte eventuell was vergessen. Da ist noch eine Truhe, aber ich dran eigentlich. Och man. Sehr schön. Ich wollte gerade nicht mehr meckern, weil so ein Ding da ist, aber gut. Jetzt muss ich irgendwie zu dem. Zu der Truhe dort kommen. Irgendwie. Irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Beziehungsweise muss ich das noch rausfinden. Weil in der Truhe könnte ja auch ein Monster drin sein, was uns fürs Monsterbuch fehlt. Das ist immer möglich, das muss man nur denken. Ja. Och Leute, macht ihn tot, los. Los, Firion, das ist der finale Schlag, dankeschön. HP, Konstitution, da. Vita. Na, 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 na. Muss der vom Beginn aus nach unten, oder was? Oh, er kann sie wieder schön abtapfen, sehr schön. Außer sie wird jetzt getroffen. Ich wusste es! Es war einfach so scheiße klar, dass wieder genau sie getroffen wird. Genau sie! Oh, dieses Verführen auf eine Person regt mich so hart auf. Natürlich ist sie noch verwirrt. Ey, Verwirrung ist so hart die schlimmste Zustandsveränderung, die es gibt. Nix ist schlimmer als verdammte Verwirrung. Nix. Einfach überhaupt nix. Meine Güte. Kann man das bitte rauspatchen? Dankeschön. Vita. Bla, 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 bla. So. Oh, ich drehe noch durch. Wo ich diese ganzen Gegner nicht mehr sehe. Ich drehe einfach noch durch irgendwann. Es gibt in diesem Dungeon echt einfache Gegner. Aber manche sind einfach hart zum Kotzen. Ach ja, bring halt 4 und halb um. Es ist doch voll okay. Der scheiß Todesritter, diese scheiß Todesritter, wieso existieren die? Na, jetzt stirb doch endlich! Dankeschön! So, machst du mal so und bla. Kannst du. Oh, geil, was ist denn los mit dir manchmal? Liegt das an den Waffen oder in welche Richtung? Ich habe doch keine Ahnung. Ich finde es super, wie geil 5551 Lebenspunkte hat. Das wäre. Hat 4-0 gemacht? Oder habe ich jetzt verguckt? Ich hoffe, ich habe nicht verguckt, Firion. Wenn nicht, ziehe ich dir das von deinem Lohn ab. So. Ja, so gefällt mir schon besser, Firion. So gefällt. Dankeschön. So gefällt mir schon einiges besser. So. Donnerspeer. Magie. Vita. So, Magie. Vita. Und da ist auch vielleicht mal leer. Magie. Nein. Hör auf. So. Okay. Wieso bin ich eigentlich zu dieser Truhe hingegangen? Ich bin doch echt dumm, oder? Da war sogar ein Elixier drin. Das ist echt wichtig. Oh, bitte, Spiel, lass mich fliehen, komm. Ich sag gar nichts mehr dazu, ist mal ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht, wieso ich nicht fliehen darf. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich habe so Präventierangriff, also Erstangriff. Ich darf den ersten Schlag landen. Wieso darf ich da nicht fliehen? Das macht halt einfach nur Sinn. Aber gut, es ist halt Final Fantasy 2, dann macht halt nichts Sinn.
Meine Güte. Aber ich mag Teil 2 im Endeffekt immer noch mehr als Teil 3. Och, geil, please, mach ihn doch tot. Ey, was ist denn los mit diesem Jungen? Nein, hör auf. Was ist denn los mit diesem Jungen? Ja, also, ich wusste, dass er stirbt. Ich wusste, dass er stirbt. Das ist von mir 100% nicht klar. Ich wusste, dass Leonid sterben wird. Deutsch ist tot. Sterben wird. Ich wusste es, aber gut. Könnt ihr jetzt bitte beide einfach gehen? Ich habe keine Lust mehr auf eure Existenz. Dankeschön. Du bitte auch, ja? Sehr schön. Meine Güte, Moment, nein, nein, oh, egal. Solange es nur auf Maria geht, ist alles für... Ja, Maria, 12 Schaden. Muss ich noch etwas dazu sagen? Meine Güte. Mach ihn bitte tot, mach ihn bitte tot, Maria, bitte, nein. Nicht Blitz, Vita, Maria, ja, natürlich ist sie tot. Das ist was erwarte ich eigentlich? Was erwarte ich eigentlich? Och, geil! Jetzt, wo ich den Schaden brauche, kommt er nicht von dir. Was ist denn los? Jetzt töte ihn doch! Ey, wehe. Jetzt macht beide ihn tot. Los! Geil! Da muss ich eigentlich noch irgendwas dazu sagen. Und ich bin tot. Fick dich, Spiel. Fick dich. Tschüss, ich gehe. Kein Bock mehr. Mann! Ich sage überhaupt nicht mehr dazu! Das ist so scheiße unfair! Natürlich bin ich noch hier, natürlich! Mann! Hurensohn-Spiel! Sorry für die Ausdrücke, aber jetzt mal ganz ehrlich. Es macht echt keinen Spaß, gerade, wenn so Scheißgegner-Gruppen kommen. Bisher fand ich den Dungeon echt ziemlich cool. Er ist nicht dumm aufgebaut, ist nicht nervig oder so, aber durch solche Gegner-Gruppen zerstört er sich gerade bei mir wieder alles. Einfach nur lächerlich irgendwie. Einfach nur irgendwie lächerlich. Mehr ist das nicht als lächerlich. Tja. Gut. Müssen wir es so hinnehmen. Müssen wir halt so hinnehmen. Und dann war hier nicht mehr was. Ja! Ja! Was denn auch sonst? Gut! Ja, kann ich gewinnen. Kann ich gleich wieder aufgeben. Kann ich einfach gleich wieder aufgeben. Cool. Ey. Na, 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 na. Ich sag nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Ja, mach halt. Ich hab's dann für euch abgekürzt gerade. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So ein Dreckspiel. Na, 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 na. So ein Scheißspiel, ich hasse es gerade in diesem Moment so sehr. Na, 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 na. Ach ja. Das Spiel hat einfach ganz oft seine Momente. Und man sich so denkt, wieso habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient?
Und wie soll ich die Truhe vergessen zu holen? Nein! Oh, ich bin... Oh, jetzt habe ich 4. Nein, ich bin so dumm. Oh, bin ich dumm. Ich wollte halt die hinterste angreifen, aber es geht ja nicht, weil Fire Emblem die 2 Dreckspiel ist manchmal. Meine Güte. Wetten, das trifft. Wetten, das trifft. Wetten, das trifft. Wow. Das trifft eh nicht, bis auf Leon. Wow. Was ein krasser Scheiß, muss man schon mal so sagen. Ja. Richtig krass, aber richtig krass. Krasser geht's gar nicht mehr. Krasser geht's gar nicht mehr, ja. Ach ja. Und das Schöne ist, wenn ich hiermit durch bin, darf ich das Spiel noch ein bisschen länger spielen, weil es ja noch diesen Bonus-Dungeon da gibt. Versteht mich nicht falsch, ich mag das Spiel echt gern teils. Aber was heißt Bonus-Dungeon? Es gibt halt noch, noch extra Kapitel quasi. Ich habe auch Bock, das zu spielen, aber wenn es da genauso abgeht wie hier, dann verfliegt der Bock aber gewaltig schnell. Dann verfliegt der Bock wieder gewaltig schnell. So, ich gehe jetzt in die Richtung zurück und nicht auch irgendwie dort unten nehmen. Weil ich es gar nicht einsehe. So. Ach ja, und was habt ihr heute so gemacht? Falls das noch irgendwer schaut. Ich weiß nicht, wie ich das im Endeffekt cutten werde, weil ich wollte es eigentlich so machen, dass ich den ganzen Dungeon ein Stück aufnehme. Weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde, weil ich momentan echt dann keinen Bock mehr habe irgendwann. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich das am Stück aufnehmen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es cutten werde. Kommt halt drauf an, wie lang die Folge im Endeffekt wird. Ich speichere nochmal schnell hier. So. Nein, geh nicht in die Portal rein. So. Ja, und da ist wieder meine Lieblingsgegnergruppe. Ich habe gerade so gedacht, heile ich mich jetzt nochmal oder heile ich mich nicht? Es war eine dumme Entscheidung, mich nicht zu heilen. Genau, weil diese Gegner aufgeklopft sind. Genau deswegen. Ich wollte mich heilen, aber nein, ich mache natürlich nicht, weil ich einfach ein Vollidiot bin. Mehr bin ich nicht. Ein dummer ist ja Vollidiot. Junge, jetzt macht diese scheiß verdammten Todeshalter weg. Geht doch nicht auf D. Geht auf Dankeschön, Guy. Du bist ein bisschen schlau wenigstens. Machst zwar null Schaden, so gefühlt, aber gut. Tschüss, Maria. Mann! Das war mir eh klar. Das wusste ich, dass passieren wird. Das war einfach klar. So, tschüss, Firion. Gut. Nee, du greifst auch an. Ja, oder du stirbst einfach. Gut. Ist ein beides recht, ist ein beides recht. Ja, mach. Ja, geil! Wie soll ich noch Schaden machen? Man kann auch nichts machen hier! Fick dich, geil, Mann! Ey, sorry, dass ich das ausraste, aber ich hab echt keine Lust mehr, das Scheiß geht einfach alles zu stören hier. Ja, ey. Was soll denn das? Was soll denn das? Meine Fresse! Ja, jetzt, geil, machst du plötzlich 1000 Schaden. Jetzt, ganz plötzlich. Meine Fresse. Oh, wir haben eine Schleife bekommen. Welch krasses Teil. Meine Güte.
Schleife werde ich auch gleich ausrüsten, irgendwem. So, Magie. Pla, Engel, Pla. Vita, Pla. So, Stufe 15, krass. Speichern. Rüsten, die kriegst du. Dann Protect Ring weg und. Achso, ach, das ist ja Dings hier. Egal, so, dann kannst du die Frostdinger bekommen. Weil, Tod ist ja ein Status-Effekt, deswegen ist der Ring nutzlos quasi, wenn man die Schleife hat. Ey, ich kotze irgendwann einfach nur noch. Einzeln ist ja gar nicht schlimm, vor allem wenn man voll aufgeladen ist, also mit MP, HP, aber... Zusammen ist es der reinste Gefahr einfach nur. Ja, geil, hast du dazu entschieden, nichts zu machen oder was? Gut. Irgendwann muss ich das alles so kriegen, geil, weißt du das? Irgendwann. Irgendwann, dann bist du dran. Ach ja. Ich würde super finden, wenn du sterben würdest. Dankeschön. Nee, das mache ich mit dir. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt Gegner, von denen ich dir MP abzapfen kann mit Maria. Bam 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 bam, so viel dazu, na na. Mach ihn tot, mach ihn tot. Bitte, Guy, sei so schlau. Sei doch so schlau und greif den verfickten Todesritter an. Das ist nicht wahr. Wer? Natürlich greift er noch an, natürlich greift er. Wieso soll ich Ich wusste, ich hätte mit den anderen Todesritter angreifen sollen. Ich wusste es, aber... Ja. Ich war als Dummes zu machen. Tja. Da habe ich Pech gehabt. So, Guy hat wieder seinen Kein-Bock-Tag. Okay, gut zu wissen, Guy. Merke ich mir. Nehmt euch alle... Natürlich hat sie keine MP mehr. Nehmt euch alle mein Beispiel an Firi und Maria. Und auch an Leon. Also Guy, nehmt dir ein Beispiel an einfach allen. Die machen das so viel besser als du, weißt du das? So. Dann machen wir einmal so hier mit einer High Potion. Und Maria braucht MP, damit sie gleich S brennen kann. Und speichern, so. Und der nächste Stock, krasser Scheiß. Oh, neuer Gegner, Fenrir. Das ist eine Beschwörung in anderen Teilen. Also nicht dieser Fenrir, aber... Vom Namen her, Fenrir. So. Sehr schön. Krass. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Hey, was soll das denn jetzt hier? Aha, die Türen bringen also alle irgendwo hin, oder was? Gott, das kann auch ewig dauern, bis ich den richtigen Weg finde. Ich will auch die ganzen Schätze haben, wenn die in Truhen, wo Gegner drin sein können. Das, oh, das ist doch dumm. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt im Internet nach, wo die Schätze sind, die ich noch brauche. Das sehe ich gar nicht ein, dass hier, ich jetzt hier so ewig rumsuche oder sowas. Und dann hier in diesen Räumen gar keine Truhen sind oder so. Das sehe ich gar nicht ein. So.
Dann wieder mal einfacher Gegner, und zwar die Barbaren, das ist wundervoll. Auch wenn Barbar auf was Schweres schätzen lässt, aber gut. Und der Witz ist, Maria wäre sogar als erstes dran gewesen. Ich habe überlegt, mache ich Esprit, dann habe ich mich auf nein entschieden, aber gut. Tja. Ich schaue da mal kurz nach, wo die Schätze hier sind, die ich brauche. Bis gleich. Okay, so wie's, ich kann kein Deutsch mehr. So wie es aussieht, müssen wir durch jede Tür durch. Wir haben auch gerade gesehen, da unten wäre der Teleporter gewesen und all sowas. Okay, also wir müssen in jede Tür rein, weil es in jeder Tür ein Ausrüstungsstück gibt, was irgendwie von einem Gegner halt bewacht wird. Okay, gut. Und es gibt hier scheinbar auch Geheimwände und all sowas. Das wird witzig. Nicht. So. Dann einmal schnell speichern. Ich beende mal kurz die Aufnahme, weil ich nicht möchte, dass sie halt zu lang wird. Bis gleich.